sieht, ja. Wir können die ganze Zeit geradeaus. Mehr mache ich nicht. Du bist 37.000 Meter von mir entfernt. Ich glaube, das ist gerade nicht. Ich bin da. Ich bin da. Hier ist Wasser. Warte auf andere Spieler. Was? Ach du Scheiße. Ich hab nur Wasser unter mir. Oh nein, Platsch! Was? Wie Platsch? Ich hab nach unten geguckt. Und er hat's Platsch gemacht. Die ganze Scheiße nochmal machen? Nö. Ich stürz einfach mal ab, dann landest du bei mir. Und ich bin direkt hinten gelandet. Einfach abstürzen, dann landest du automatisch bei mir, weil ich bin jetzt auch wieder hier rausgekommen. Ist ja auch mal schon. Ja, ich stürze mich so bald ab. Bei dir steht 84. Bei dir steht 84% steht bei dir. Steht bei dir eine Prozentzahl, was heißt das? Ich habe eine Energie von 85% vielleicht irgendwie sowas. Dünnes. Recht drin? Steht bei mir 100%. Weil du jetzt so über abgestürzt bist, dann kamst du 100% wieder. Alter, du bist ziemlich weit entfernt. Nein, nein. 19.000 Meter. Ja. Hier ist Blackwet Leader. Wir drosseln und Kurs ändern auf 010, sonst werden wir schießen. Sie können nirgendwo hin, Sokov. Geben Sie auf oder sterben Sie. Wollen wir mal sehen, wer hier stirbt. Wollen wir mal sehen, wer stirbt. Ne? Was haben wir denn für Wumm? Gar keine. Mit was? Überleben Sie. Was? Wir haben, wir haben ja gar keine Raketen. Guck mal dein Fliegerzeug an. An den Flügeln, da sind keine Raketen dran. Egal. Nee, du kannst nicht. Du weißt doch, Klampen auf Raketen ausweicht. Ja, ich nehme einfach die Täuschkirche. Hier ist Wolfraum, ist da jemand? Boah, aua. Füßrakete. Kommt da noch eine Rakete? Oder kommt da nicht noch eine, oder kommen ja gleich 5000 an? Boah! Alter, war das knapp! Wolfhound, hier Mustang Leader. Wir outen Sie auf 019, 20 Meilen. Bitte warten. Was warten? Ich kann nicht warten. Ist gerade sehr unpraktisch mit. Ich habe in der Luft gepoppt. Was hast du? Boah, Gnade. Oh, das sah jetzt scheiße aus. Wolfhound, hier ist Mustang 2. Sie sind sicher. Ja, okay. Wir begleiten Sie nach Incirlik. Schön, Sie zu sehen, Mustang. Meine Nachricht ist also angekommen. Colonel Crenshaw wusste zuerst nichts damit anzufangen. Ihr Funkspruch war das erste, was nach der Explosion aus Russland zu hören war. Haben Sie die Aufnahmen, die Sie erwähnt? Ja, wie schnell sind wir in Incirlik? Auftankt, uns bleiben vielleicht nur noch Stunden. Wir müssen nachtanken, bevor wir hinfliegen. Mal, wie viele Tankflugzeuge da rumfliegen. In der Nähe kümmert sich darum. Vier Stück? Oh, nur eins. Das ist nur das linke, von rechts das zweite. Ich hab das ganz links. So, ich hab Tanken eingeleitet. Die Scheiße hier. Tankunterstützung. Das mache ich lieber, weil das ist mir nicht scheiße schwer, das weißt du ja. Die Scheiße war. Warum gibt man Gummi hier? Jetzt geht's los. Jetzt geht's. Wo ist denn der Tankrüssel? Ach da. Das kann mir keiner erzählen, dass das einer macht. Das klar, den die in der Luft betankt. Ja, aber doch nicht so! Sonst? Anders. Da ist der Tankrüssel, der ist hinten am Arsch. Abbremsen, abbremsen, abbremsen! Das ist eine Scheiße, Alter! Tja, ich hab getankt. Komm! Jetzt!
Hallo! Ah, ich bin drin! Der Tankrüssel war doch eben noch nicht da. Also das Tankteil am Flugzeug. Das Tank einladen? Jetzt? Mission beendet. Achso. Die war cool, die Mission. Das war eine tolle Mission. Tanken. Geil. Der Anfang war cool. Erstmal rauskommen aus dem Scheiß. Vom Scheiß Flughafen wegkommen. Yep. Major Alexander, Squadron. Dank den Informationen von Agent Drachev wissen wir, dass russische Ultranationalisten den Rebellen eine taktische Atombombe beschafft haben, die hier in Kapstadt detonieren soll. Die südafrikanischen Behörden haben Flughafen und Hafen abgeriegelt, davon ausgehend, dass die Waffe bereits in der Stadt ist und derzeit in Position gebracht wird. Es ist noch unklar, ob diese Operation mit der verstärkten Präsenz russischer Militärs in der Nordsee zu tun hat. Aber wir haben einen Ass im Ärmel. Drachev hat die Funkbarke des Sprengkopfs fernaktiviert, mit deren Hilfe der Sprengkopf bei einem Flugzeugabsturz oder anderen Vorfällen geortet werden kann. Die Barke hat aber keine große Reichweite und am besten können wir sie durch eine Suche aus der Luft orten. Hunter, Sie leiten die Suche. Walters hält sich mit Drachev und einem Räumkommando bereit und greift ein, sobald der Sprengkopf gefunden ist. Colonel Sims koordiniert die Operation aus einem Avex-Flugzeug vor der Küste. Die Rebellen werden alles daran setzen, die Atombombe zu schützen, also machen sie sich auf alles gefasst. Ich check den Heli nicht, ist mir zu hoch. Viper 3-1, hier ist Regal. Ich sehe Sie auf 240, 30 Meilen entfernt. Die zur letzten Position. Ach, da ist ja Sims. Regal, hier ist Falcon. Bin über Land an Nachtpunkt Bravo und meine Schirme sind allesamt ausgefallen. Haben Sie dasselbe Problem? Bestätigt, Falcon. Radarstörung hat vor 10 Minuten eingesetzt. Das heißt, die Bombe ist unterwegs. Im besten Fall haben wir nur Minuten, bis die Rebellen sie treffen. Oh, wir haben keine Raketen. Wie konnten Sie nur solchen Leuten eine Atombombe überlassen? Da unten leben 4 Millionen Menschen. Schluss damit, Falcon. Falscher Zeitpunkt. Viper 3-1, wir müssen die Störsender ausschalten, damit wir den Peilsender orten können. Bei Ihrer Position müsste der Tafelberg genau vor Ihnen sein. Wir glauben, dass die Rebellen die Funktürme auf dem Berg gehackt haben und von dort aus die Störsignale senden. Finden Sie diese Türme und zerstören Sie sie. Überfliegen Sie die Funkanlage und beobachten Sie die Reaktion der Türme. Dreht sich ein Turm zu Ihrem Flugzeug, ist es eine Störeinheit. Du bist ja lustig. Was? Irgendwie, wenn sich Türme drehen, dann ist Schuld, dann kaputt machen. Oh, guck mal, kleine Autochen, kleine Matchbox. Was? Halten Sie drei, getötet, ja, sie... Was? Du? Was? Putte machen. Aufpassen, sie sollen nur die gehackten Antennen anvisieren. Hab ich doch. Nein, die sollen, wenn die sich mit dir mitdrehen, dann sind's gehackte. Ach so, so war das. Wie macht man das kaputt? Mit der normalen Gun. Also mit Kreis. Oder wenn die sich nicht drehen? Drehen sich ja die ganze Zeit, aber normal halt. Nö, nee, ja. Drehen sich normal, wie so einen normalen... Dings. Volltreffer, Bodenziel zerstört. Okay, also die dürfen sich nicht drehen. Nicht? Nein, der da unter dir zum Beispiel, der dreht sich nicht. Ich hab geschießt, aber ist er kaputt? Ich glaube am Anfang des Hügels, glaube ich, war noch einer, der sich nicht gedreht hat. Der dreht sich. Also, sonst geht die Zeit aus. Der dreht sich. Volltreffer, Bodenziel zerstört. Du guter einer, zerstört. Jo, haben alle. Regal, hier ist Falcon. Das Radarbild ist besser, wird aber immer noch gestört. Verstanden, Falcon. Jetzt stören Sie nur noch bestimmte Frequenzen. Kann die Quelle nicht orten.
Moment, Diego. Haben Sie Helikopter in der Stadt? Negativ. Der Luftraum über Kapstadt ist gesperrt. Tja, einer hat es wohl verschlafen. Ich habe gerade einen Heli im Stadtzentrum gesichtet. Sah kampffähig aus und eindeutig in Tarnung. Viper 3-1, diese Helikopter agieren als mobile Störplattform. Wir müssen sie abschießen. Die Störsender wirken nur in einem begrenzten Frequenzbereich. Ändern Sie Ihre Radarfrequenz, so umgehen Sie den Störfunk vielleicht kurzzeitig. Wo? Vorsicht, 3-1. In der Stadt sind RPG-Teams aktiv. Frequenz einstellen. Toll, wo ist was? Was? Frequenz einstellen? Willst du mich verarschen? Fliegen und dann auch noch. Wow! Ah, hier. Cool, ich habe Frequenz eingestellt. War das jetzt richtig? Schieß, schieß. Schieß doch! Ich habe einen Heli weg. Ein Heli ist weg. Ha, ich habe auch einen getroffen. Helikopter hat Frequenz geändert und stört wieder. Radareinstellung ändern. So, Radar wieder geändert. Jetzt habe ich wieder Ziel. Komm, put. Was mach ich denn? Ändere dann dauernd die Frequenz, der Arsch. Puff. Putte mach. Oh, noch einer. Bandit schwer getroffen, er steht ab. Drecksau. Was denn? Scheiß Frequenz, ey, das geht mir gerade auf den Nerv. Bist du denn noch was anderes? Ja, das ist ja nicht schlecht, aber... Komm ich voll durcheinander. Alles auf einmal drücken hier. Ja. Hä, hast du dich schon wieder abgeschossen? Nö, ich hab nichts gemacht. Dann wollte ich das auch. Muss die Frequenz ändern. Schießt aber irgendwie. Es geht doch kaputt. Oh ja, der stürzt ab. Hier ist Regal. Alle mobilen Störquellen wurden ausgeschaltet. Aber im unteren Frequenzbereich sind noch Störungen. Das dauert zu lange, Jungs. Drache landet gleich einen schweren Schlag. Die Bombe kann jeden Moment hochgehen. Was? Wie? Oh, die Bombe? Südafrikaner haben die Stadt mit 3 EKR-Flugzeugen erreicht. Gemeinsam erzeugen sie eine störungsfreie Zone, in der sie nach der Bombe suchen können. 3-1, die Südafrikaner beginnen gleich mit dem Suchprozess. Sie sehen die sichere Zone auf ihrem Schirm. Oh. Hinf! Was? Eine Minute, sie verarschen. Alle die Gummi.